Ja, es war nicht ein einfaches Spiel. Kompliment zu Reed. Sie haben sehr hart gekämpft, tief verteidigt, aber auch intelligent gespielt. Und sie waren gefährlich, besonders mit Standardsituationen in Offensive Umschalten. Aber in die Ende der 3 Punkte war sehr gut für uns. Nicht unsere beste Leistung, aber in die Ende, wir hatten viele Rotationen gemacht und viele neue Spieler gespielt. Und wir haben relativ gut gespielt, gut genug für 3 Punkte. Und jetzt wir müssen tauschen unsere Konzentration zu dem nächsten Spiel und bereit für Mittwoch. Vor dem Spiel übergesprochen und gesagt, dass wir können mehr mit Power spielen. Aber gegen einen Tiefgegner, es ist nicht so einfach, der richtige Moment für ja, intensiv spielen zu finden. Ich glaube, die Ballbewegung in der ersten Halbzeit war zu langsam. Und dann von Anfang an in der zweiten Halbzeit, es war viel besser. Ja, lass uns über Mergin auch sagen, dass er hat sehr gut gespielt in Vorbereitung. Er versteht unsere Taktik, er versteht unsere Art und Weise von Fußball. Er ist sehr intelligent auf dem Platz. Und wenn er kann mehr Tore finden, dann er kann mehr Selbstvertrauen auch finden und dann er kann, ich denke, mehr und mehr Entwicklung auch bringen. So, sehr gut, Mergin. Ich freue mich auch für Mergin. Er hat für alles gekämpft und es ist ein richtiger Moment für ihn und für uns. So. Ja, sehr gut. Freut mich natürlich, dass ich mit den 2 Toren der Mannschaft helfen konnte. Aber ich bin natürlich auch froh, dass wir hier 3 Punkte mitgenommen haben. Und ja, bin stolz auf die Jungs und auf die Mannschaft natürlich. Ja, ich denke, dass mein 2. Tor natürlich, soweit ich mich erinnern kann, der Ball vom Gegner kam so. Er ist, glaube ich, da reingerutscht und der Ball kam dann zu mir. Und ja, beim ersten Tor denke ich, also da rechnet jeder, dass da Andy Ulmer abzieht von der Distanz, aber er macht es natürlich sehr clever und steckt den Ball einfach durch. Wir haben viele junge Fehler gemacht in das Spiel und so manchmal wir müssen ein bisschen Geduld haben, wenn wir haben solche eine junge Gruppe. Aber in die Ende die einzige Weg für diese jungen Spieler zu reifen ist zu spielen. Und in die Ende ja, zum Beispiel Luca für mich hat sehr gut gespielt. Ja, und er ist 18 Jahre alt gerade, aber er ist ziemlich nicht mit der Erfahrung und der Art und Weise auf dem Platz. So, ja, ich mag ein Trainer für die Situation, ein Trainer zu sein für viele junge Spieler. Ja, und es ist ein Balance zwischen Geduld und Drucken. Ja, wir können nicht immer Geduld haben, wir müssen auch Leistungen bringen und sie verstehen das. Und in dieser Gruppe, wir haben ein gutes Vorbild mit den alten Spielern und ein gutes Umfeld für die jungen Spieler zu lernen und Verbesserungen finden. Und ja, das ist ein großer Teil von unserem Erfolg hier in Salzburg. Alles war falsch in eine Richtung. So, ja, aber ich war besser in der zweiten Halbzeit. Aber ich war nicht zufrieden mit der Schiri in der ersten Halbzeit. Das Spiel war sehr gut. Und ja, wir haben erwartet, ein guter Gegner, ein Tiefgegner und gut mit Standard. Ja, so, und wir haben das gesehen. Vielleicht, wenn wir können ein bisschen besser mit dem Ball, mit Tempo in der ersten Halbzeit, Abstand in Bewegung, wir können früher die Tor finden. Aber das Tor, das Mergin hat gemacht, direkt vor Halbzeit, war so, so wichtig für uns. Und dann, wir können ein paar Dinge besser überlegen in der Halbzeit und dann besser gespielt von der Anfang an in der zweiten Tor gefunden. So, ja, immer wichtig, die Führung zu haben gegen einen tief verteidigten Gegner und so, das erste Tor war wichtig für uns. 3, 4 Minuten haben wir uns gehört, weil da haben wir den Ball gehabt, komischerweise. Dann hat natürlich Salzburg das Spiel übernommen. Wir haben ein Defensivkonzept gewählt, weil man eigentlich auch noch nicht so weit sein, dass man gegen so einen scheinbar übermächtigen Gegner auch da entsprechend rausattackieren. Deswegen wollten wir, dass zumindest in der ersten Halbzeit so lange wie möglich die Null steht. Leider haben wir kurz vor der Halbzeit mit einer guten Aktion von Salzburg das 0:1 hinnehmen müssen. Wobei man wirklich sagen kann, warum 2 Minuten nachgespielt wird. Wo nichts ist, ja. Es gibt natürlich auch Regeln, die sind einzuhalten. Habe ich jetzt nicht so verstanden. Dann, ja,
Ähnlich war es zweite Halbzeit. Wir haben dann die Situation abgewartet, dass wir dann offensiver wechseln können und auch frische Spieler reinbringen. Und haben es dann über weite Strecken wirklich gut gemacht. Wenn man so einen großen Gegner wie Salzburg dann zum Zeitschinden bringt, nach dem Anschlusstreffer, dann glaube ich, haben wir einige Dinge auch richtig gut gemacht. Und deswegen können wir von der Leistung her natürlich auf das aufbauen, was wir gezeigt haben. Vor allem auch, wie gut, dass wir erste Halbzeit defensiv organisiert waren. Wir haben sehr wenig zugelassen. Und dann vor allem zweite Halbzeit können wir auch mit Beinzil Grühl vielleicht aus der einen oder anderen Standard noch den Ausgleichstreffer erzielen. Und da waren wir sehr knapp dran und deswegen sind wir weiterhin in der Phase, wo wir von Woche zu Woche schauen müssen, dass wir uns verbessern, dass wir besser werden, dass wir als Team zusammenwachsen, dass die Taktik entsprechend gut umgesetzt wird auch, dass wir dann auch einmal bei anderen Gegnern offensiver spielen müssen. Aber wir dürfen aufgrund der Schulterklopfer, die wir heute auch haben, nicht vergessen, dass wir schon unsere Punkte machen müssen. Und da müssen wir wirklich auch Profis genug sein, weil nächste Woche kommt schon ein Gegner, der ist womöglich auf Augenhöhe. Die haben jetzt einen Trainerwechsel, es gibt wieder neue Energie. Und da müssen wir schon wieder an unsere Leistungsgrenze gehen, und um gegen Admira vermeintliche Punkte, die wir brauchen, auch entsprechend zu erobern. Also ein klarer Matchplan, dass wir natürlich gegen Salzburg nicht ins offene Messer laufen. Ich glaube, das ist uns bis zur Halbzeit oder kurz vorm Halbzeitpfiff sehr gut gelungen. Ich glaube, wenige Möglichkeiten zulassen. Es schaut oft nicht sehr attraktiv aus, die Spielweise. Aber ich denke, sie sollte effektiv sein und das war die erste Halbzeit. Die eine oder andere Aktion hätte man noch besser umschalten können. Und natürlich zweite Halbzeit, nach dem 2-0 haben wir ein bisschen mehr Risiko gehen müssen. Haben dann auch den Anschlusstreffer erzielt und wie der Coach gesagt hat, ich glaube, da hast du bei Salzburg trotzdem gemerkt, dass ein bisschen, ja, ich würde es nicht sagen, in die eigene Hälfte gedrängt wurde, aber hat schon gemerkt, okay, jetzt sind wir ein bisschen mehr am Drücker und haben natürlich auch noch die Möglichkeit durch den Grühl gehabt auf das 2-2. Und ich glaube, dann hätten wir von der Taktik her alles richtig gemacht. Und ja, wir stehen natürlich wieder ohne Punkte da, so wie in Wien, aber ich glaube, die Leistung war okay. Aber natürlich, wenn du gegen so einen Gegner punkten willst, dann brauchst du eine sehr gute Leistung.